So, wunderbar, haben wir das gemacht. Haben wir hier noch was? Wir können mal Kupferrohre herstellen, damit wir was bauen. Dann gucken wir uns nochmal die unsere Öfen an. Wirklich viele bauen wird das nie werden bei uns, so wie wir die hier ständig rausschmeißen. Oh, hier haben wir vergessen anzuschmeißen mit der Holzkohle. Liegt daran, dass wir schon wieder kein Holz mehr haben. Das kann doch nicht warten, Schwein. Was haben wir denn jetzt hier für eine Holzkohle? Was für ein Holzverbrauch, das ist ja der Wahnsinn. Na gut, die Holzkohle halt, die dazukommt, ne? So, Blei ist eigentlich schon voll, da brauchen wir jetzt noch keinen Blei machen. Den lasse ich ablaufen. Eisen machen wir nochmal neu. Steinziegel ist voll, brauche ich jetzt auch erstmal nicht, lasse ich ablaufen. So, die Zinnlegierung. Die machen wir doch voll rein. Und das Glas machen wir nochmal voll. Super. Die machen die Bronzerohre. Hier noch die Kupferrohre. Du machst Stahlplatten. Zack, dafür. Was machst du? Hartholzdielen reicht erstmal. Bronzedielen wollte ich noch nicht machen. Eisenholzdielen könnten wir mal herstellen. Ab dafür. Du brauchst erstmal nichts herstellen. Strom hat er auch noch genug. Hier hat man schon geguckt. Mixer. Gar nicht genügend. Wie gesagt, wir können Harz herstellen, aber was mache ich mit dem Harz? Das ist dann die Frage. Was mache ich mit dem ganzen Harz? Wenn ich 114 Harz habe, brauche ich relativ selten. Wir können auch Mehl herstellen. Und was kann ich mit Mehl machen? Haben wir da schon irgendwas zum Backen oder sowas gelernt? Nicht wirklich. Aber das können wir herstellen. Hm? Den katzen wir uns ab. Ich hätte gerne auch einen Ofen, bei dem ich hier besser kochen kann als dieses Ding, wo ich... Ich sehe zwar das Rezept, aber ich kann es nicht sagen, koch es einfach. Das wäre halt schön. Fleisch, Salz und Schlangenbeeren. So, dann Zutaten. Fleisch. Salz. Und Schlangenbeeren. Das heißt 22. Wir können eh nur maximal 7 machen. So, Zutat. 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 Mit Kochen beginnen. Zutat. Zutat. Es ist halt ein bisschen umständlich, aber ist es halt so. Können wir uns aber mal ein bisschen was herstellen, das ist nicht verkehrt, wenn wir das mal haben. Gerade weil wir halt so verdammt viel Fleisch da haben. Wäre es halt Quatsch, wenn wir das nicht mal nutzen.
Vielleicht gehen wir uns gleich nochmal zu Sophie rüber und holen noch ein bisschen Salz. Das Salz jetzt alles. Wie macht das? Warum? Stellt 3% der Ausdauer her. Das ist in erster Linie das hier. Okay, 3% von 100 sind logischerweise 3 von 400, 3, 6, 9, 12. Das sind 12. Also nur 12 Ausdauer sind es natürlich auch ein bisschen süß eigentlich. Wie viel hat unser anderes Essen nochmal hergestellt? Was wir hier gefuttert haben. Oh, köstliche, besondere Gerichte sind ja hier. Empfehlung des Küchenchefs. Ich habe keinen Küchenchef. Der Fischbrei macht 5% Ausdauer. Okay. Kritische Treffer ist Quatsch. Pro Sekunde schnell 30 GP wieder her. 3% der maximalen Ausdauer. Bei 3% der maximalen Ausdauer. So macht der Fischbrei ja mehr Sinn. Ei, Goldlachs, Salz. Gut, wir holen Salz. Auch halt irgendein Rezept mal mit Fleisch. Irgendein Rezept mit Salz, wenn nicht verkehrt. Wie gesagt, wir nutzen jetzt den Tag mal bis abends der nächste Quest kommt, um ein bisschen was zwischen zu produzieren, wo wir sonst nie dazukommen. So, Salz. Lecker. Dankeschön, Sophie. Rezepte? Rezept wäre mal schön, wenn du hier so ein Rezeptbuch hättest oder sowas. Kleiner Pflanzkasten, schön, aber. Kann ich dir was schenken? Komm, hausgemachtes. Sehr schön. Köstliche Rippchen, dankeschön. Das würde dich nicht interessieren. Liebt sie hausgemachtes? Ah ne, sie sprach von Emily, ne? Sie sprach von Emily. Beziehungsvorteile. Beste Freundin, 25% Rabatt im Laden. Freundin sendet manchmal Geschenke per Post, das finde ich schön. Wer ist denn bei uns aktuell am höchsten? Emily. Irgendwie, wenn ich das Spiel spiele, ist immer Emily die am höchsten kommt. Lustig. Na gut. So, dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Fischbrei herstellen. Goldlachs und sowas haben wir ja noch da. Ei, Salz, Goldfisch. War das ja irgendwie. So, Zutaten. Eier. Und Fische. Haben wir 22 mal Goldlachs. Und noch ein Wimpelfisch. Jeweils einen, ne? Hinzufügen. 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 Und mitnehmen. Ich bin. Nur damit wir einfach wieder was haben an Sachen, die wir für uns verwenden können. Jemand, der hier einfach kocht. Ja, die ganzen Zutaten soll einfach irgendwas herstellen. Immer irgendwas. Jeden Tag was. Mit dem, was er halt zu Hause findet an Materialien oder sowas.
wäre das schon nicht schlecht. Oder wenn wir beim Kochen mehreres aus einmal kochen, kriegt gleich zwei oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Es ist gerade total spannend, hier beim Kochen zuzugucken. Was gehört halt dazu? Wir machen jetzt den ganzen Goldlachs weg. Django mal wieder sehen, fragen wir mal wieder nach einem Rezept. Er kann uns mal wieder was geben. Verdorbenes Essen. Haben wir gerade richtig schön versaut. Weil ich einmal zu früh gedrückt habe, weil da diese Nachricht aufgeploppt ist, dass die Veranstaltung vorbei ist. Na gut. Theoretisch könnten wir mal gucken, wenn wir nur ein Ei einfach kochen. Ob wir dann hart gekochtes Ei kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Was halt echt nervig, dass du da vorstehst und musst jedes einzeln machen. Ich sag mal, zum Rezept lernen, okay. Aber wenn du es kannst, müsste es genau sein. Anwählen, machst mir sowieso viele. Fertig. Dann läuft der durch. Aber gut. Und so ist es halt. Wir wollen ja nicht meckern. Jetzt kochen wir mal nur ein Ei. Verdorbenes Essen. Und ein Ei mit Salz. Okay, also Ei mit Salz macht verdorbenes Essen. Kenne ich anders, aber okay. So. Dann gucken wir mal, sonstiges. Hier die Maschine wieder rein. Eine Maschine, wenn die mal welche brauchen, können wir die dann gleich abgeben. Hier haben wir Stein, hier haben wir Glas. Okay. Stoffe. Haben wir Stoffe? Nein, haben wir nicht. Zutaten. Haben wir das Fleisch, haben wir das Ei, haben wir das Salz. Ausrüstung ist das. Beute. Haben wir Beute? Beute ist. Ja, Beute ist einmal dabei. Es geht noch. Noch geht's. Ich habe mal keine mehr. Holz. Das ist alles Holz. Okay. Metall. Wird auch bald eine größere Kiste werden mit Metall. Wie das aussieht. So, Essen. Da kommt dann noch der Fisch dazu, dann wird es ja eher. Können wir das dann noch wegschmeißen oder sowas oder verkaufen? Ach, guck mal, wollten wir wegwerfen. Gut, haben wir es gleich weggeschmissen. Bevor es noch in falsche Hände gerät oder sowas. Und sich jemand vergiftet. So, hopp. Das sind Samen, das ist sonstiges. Und das nochmal Zutaten. Uni. Und nochmal. Haben wir das sortiert schön? Das produziert alles. Unseren Kühen geht's gut. Mal gucken, wann die wachsen. Und ob wir irgendwann mal von denen Milch kriegen. Das würde mich schon freuen. So, also Honig bringt wirklich das meiste Aroma. Apfel bringt auch ein bisschen was.
Und ich wollte die eigentlich nicht dafür opfern. Ich weiß nicht, wofür ich die noch brauche, aber ich wollte sie nicht opfern. Wir müssen dann noch gucken, dass wir von den anderen Bäumen jeweils einen pflanzen. Nicht nur von dem Kristallbaum, sondern auch Salpeter und sowas. Die werden wir schon ab und zu mal brauchen. So, hi. So, wir kümmern uns jetzt um Steine. Wir haben keine... Wir brauchen hier noch ein paar Steine für... Na? Für unsere Öfen. Die Blutsteine brauchen wir ja da. Mal gucken, wenn wir das hier was finden. Das den ja nicht, ne? Aber aus dem großen und aus dem blauen, da kann es ganz gut was rauskommen. Gleichzeitig kommt ich Mama mitholen. Ist nicht verkehrt. Mal zwei Blutsteine haben wir schon wieder zusammen. Oder mit der schönen großen Axt deutlich schneller. Ein bisschen Kupfer ist auch wieder dabei. Kann man gleich eine Kupferbahn herstellen und so. Gut. Richtung. Im Rathaus müsste es dann auch 19 Uhr wollten sie, ne? Dann gucken wir mal, wie weit wir noch, wie viel wir noch schaffen können mitzunehmen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Wie viel haben wir schon Blutsteine? Oh, 10 Stück schon. Super. Das läuft doch. Eine halbe Stunde müssen wir nachher einrechnen, zurück oder so. Dass wir bis 18:30 Zeit haben, die ganzen Steine wegzuklatschen. Ist nicht mehr viel Zeit, ich weiß, aber ich probier's. So weit wie wir halt kommen. Wir sind ja direkt um die Stadt. Genau, noch Stunde. Schade, die Zeit sinnlos rumzustehen. Und gerade die Edelsteine und den Marmor kann man gut gebrauchen. Okay, wir gehen zurück. Hier noch und zurück. Das ist ja eh nur noch normaler Stein. Ein bisschen Kupfer ist auch dabei, ist nicht verkehrt. Wie gesagt, Mint, wer bist denn du? Ingenieur aus Vega 5, schläft gern. Hallo. Wie kann ich im Stehen schlafen? Ich weiß nicht. Okay. Ah, ich weiß, wer Mint ist. Der Ehemann von Naru hat auch gesagt, sie hat sich einen Mint geangelt. Den Minzbonbon. Hey, Ginger. Hallo. Guck mal, möchtest du so ein Geschenk? Ich habe hier was. Das gefällt mir sehr, danke. Gerne. Sonja ist, glaube ich, bestimmt auf Edelpetete unterhalten. Ich auch ein Topaz schenke. Das ist perfekt. Woher wusstest du? Liebe, also Topaz. Das war jetzt nur geschätzt, weil dieser doch sehr eher Etepetete wirkt. Ja, Zuneigung zumindest. Nicht Liebe, aber Zuneigung. Na, mal gucken.
noch? Zwei. Willkommen allerseits. Was für ein schöner Sonntagabend. Ich habe wundervolle Neuigkeiten mitzuhören. Danach gibt es Kuchen. Der Stadtstaat Sandfels und unsere Stadt Porzia haben beschlossen, eine Straße durch die Eufaula-Wüste zwischen unseren Städten zu bauen. Das wird die Reisezeit mehr als halbieren. Das ist ja wunderbar. Um Sandfels, da gibt's doch nichts außer heißem Sand. Na, das ist doch eine gute Geschäftsgelegenheit. Woher kommt denn das Geld, um das zu finanzieren? Sehr gute Frage. Die Regierung beider Städte finanzieren diese Straßen gemeinsam. Wir haben während meiner Amtszeit genügend Rücklagen aufgebaut, also ist die Finanzierung kein Problem. Dies ist Teil eines großen Plans, den ich in den letzten Jahren ausgetüftelt habe, um Porzia zu einem Handels- und Reisezentrum der freien Städte zu entwickeln. Hier bei mir ist Mint, ein Ingenieur aus Vega 5. Hallo. Machen wir dann schöne Stimme. Hallo. Er wird den Bau der Straße leiten. Unsere Handwerker in Porzia und Handwerker aus Sandfels werden ihm helfen, dieses Projekt voranzutreiben. Wir werden morgen ein Treffen abhalten, um darüber zu sprechen, wie wir diese Unterfangen angehen wollen. Und eine weitere Neuigkeit ist, dass Gast mir einen Vorschlag für einen Ballonpark in der Nähe des Ententeichs eingereicht hat. Ihr habt schon lange darum gebeten, nun ist es endlich auf meinem Schreibtisch. Ich werde mich so bald wie möglich um diese Finanzierung kümmern. Das passt gut in meinen Gesamtplan für Porzia. Das wäre alles für heute Abend. Kommt und holt euch euren Kuchen mit freundlichen Grüßen von Oma Sophie. Yay! Was hast du nur noch? Ja, bitteschön. Die Kürbistorte. Emily da. Emily. Emily. Kann ich nochmal mit dir reden? Wo ist Emily? Emily schon gegangen? Emily geht da vorne. Emily, warte, ich habe Kürbiskuchen für dich. Du freust dich über Kürbistorte. Komm her. Komm, bei Fuß. Fuß. Komm. Bei Fuß. Emily. Bei Fuß. Mensch. Unterhalten. Ich liebe Omas Bauernhof hier. Geschenken. Kürbistorte. Schön. Das riecht so gut. Um gegessen zu werden. Beziehung plus 10 wurde eine bekannte Beziehung zu Emily. Hat sich geändert. Wunderbar. Wie hat sich das jetzt geändert? Bekannter. Hat aber keinen Beziehungsvorteil. Ist nur eine Bekannte. Okay. Dann ist Emily halt eine Bekannte. Gut, das lassen wir umbringen. Der ist fertig, wunderbar. Bleibahn brauche ich gerade nicht. Ich würde mal Schweißstäbe bauen. Da könnten wir noch mal welche brauchen. Noch irgendwas, was fertig gelaufen ist. Hier hat man eine neue angesetzt. Läuft. Wie sieht's hier aus? Hier ist Benzin aufgebraucht. Dann tanken wir nach. Und weiter geht's. Läuft alles. Läuft alles. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, nicht wirklich, ne? Okay. Achso, warte mal, doch, mein Essen müssen hier. Hinten müsste das Essen noch fertig sein. Genau. Nehmen wir den Teller nämlich noch und dann rösten wir noch ein bisschen Fleisch. Einfach nur, damit es auch mal verarbeitet wird. Wunderbar. So, jetzt aber. Steine. Das sind Fälle, das ist unwichtig, das ist Nahrung, das ist unwichtig, das ist das. Heute haben wir nicht. Erze, zack. Küche nicht. Holz nicht. Metall, da. Hier ist Nahrung halt. Nahrung. Wo ist denn unser Fleisch? Was wir vorhin die Rippchen, die wir gegrillt haben, wo sind die? Haben wir die hier reingetan? Ach, da sind Rippchen. Der Katzenjaus macht nur Buff. Das bringt uns tatsächlich wenig. Halt Nahrung, Kürbiskuchen kommt mit rein. So, und dann haben wir noch. Wo war denn das? Was bei Erze. Zack. Ah,
Ach man, das war dumm. Ist doch absichtlich da hinten. Wieso? Der sieht süß aus. So schön mit Clubschaum. So, und jetzt geht's schlafen. Ich fülle mir mal kurz noch was zu trinken nebenbei ein, während wir schlafen. Jupp. Haben wir schon fast 2 Liter weggetrunken hier. Minch. Aufwachen. Montag früh um 7. Steht mir übermorgen auch bevor. Nur das nicht aufstehen um 7, da besitzt ich schon noch Arbeit. So, das läuft alles. Wunderbar. So, ich knuddel euch mal. Knuddeln. Mitnehmen. Läuft mal alles, ja. Der ist fertig. Marmordielen haben wir noch, brauche ich nicht. Freunde. Was können wir noch mitnehmen? Können wir nochmal Fleisch herstellen? Sag mal, was macht das? Ist auch nur ein Buff. GP plus 30 und dann Hochbrunnen 15. Naja, was soll's. Mach mal weg. Gut, dann gucken wir uns mal die Post an. Von der Handelsgenau. Nummer. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza ein Wichtchen. Schon wieder 19 Uhr Ankündigung. Vom Rathaus. Liebe Handwerker, ich weiß nicht, ob du gestern Abend bei der Versammlung warst. Aber wir haben beschlossen, eine Straße durch Eufauler Wüste von hier nach Sandwitz zu bauen. Wir werden heute ein Treffen in meinem Büro abhalten, um die Pläne dazu abzuholen. Nicht spannend, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Forschungszentrum. Hallo, wir haben dein Nützliches gefunden. 5 Tage. Oh. Wir sind hier mit Emily. Da ist eine Emily-Quest. Sehe ich doch. Emily. Unterhalten. Oh, ich würde echt gerne eine Obstsalat. Obstsalat. Wie mache ich Obstsalat? Privat weiß ich das, aber ich habe noch kein Rezept zu Obstsalat. Hast du ein Rezept für? Nicht du. Du hast kein Rezept für Obstsalat. Du aber vielleicht. Lass mal unterhalten. Ich mag der was zu essen, guck mal. Okay, bei den jetzt nicht sonderlich. Rezepte. Was? Bin ziemlich beschäftigt, das kann ich nicht übers Kochen in Tunnel. Was bist denn du für ein Kuchen? Wollte ein schönes Rezept haben. Wahrscheinlich war es noch vor Macht war oder so. So. Hier ist nichts. Zurück. Wir holen uns erst unseren Tagesquest und dann gucken wir mal ins Büro vom Bürgermeister. Wenn da heute die Versammlung stattfindet, platzen wir einfach mal rein. So, hier gehen sie es nämlich schon wieder hier. Geh weg. Das bezweifle ich, dass deine Werkstatt immer auf der 1 ist. So, Asteria-Töpfe und das ist 2 Kissen. Asteria-Töpfe. Antoine, mal kurz reden. Dankeschön. Keine Ahnung, ob wir die Asteria-Töpfe überhaupt herstellen können. Auch waren Asteria nicht Pflanzenklub auf der anderen Seite? Ich glaube, die Asteria-Töpfe waren Pflanzen auf der anderen Seite. Womit bist du denn beschäftigt? Du läufst hier nur rum.
Asteria, wir brauchen eine Asteria dafür. Ich glaube, die finden wir auf der anderen Seite. So ein Mist. Aber wie viele Asteria brauchen wir? Wir haben hier eine Händlerin hier. Vielleicht kann ich bei der Asterias einfach kaufen. Wir brauchen 3 Töpfe, das heißt 2, 4. Das sind 2, 5, 7, 5, 8 Stück. Dann gucke ich mal, ob ich 8 Stück finde. Mir das verkaufen kann. Ah ja, guck mal, schon markiert, dass mir auf der Karte ist 9 Uhr. Wildblumen, Rosen. Papierblume. Hat keiner. Ah, Asteria. Aber nur 3 Stück, ich brauche 8. Ein Blumenstrauß aus Asteria. Das sind ja keine Asteria selbst. Ach Mist. Wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, jetzt gehen wir zum Rathaus. Ja, Bürgermeister. Da bist du ja. Lass uns anfangen. Wir sind vollzählig. Lasst mich zu Beginn betonen, dass wie wichtig dieses Projekt für uns ist. Sobald diese neue Straße Portia mit Sandfels verbindet, sind wir faktisch der Verkehrsknotenpunkt zwischen Vega 5, Sandfels und Walnusshain. Das ist eine beneidenswerte Position. Und das hier ist Mint. Ich kenne ihn, seit er kein kleiner Junge war. Er ist einer der besten Ingenieure der Gegend und wird dieses Projekt leiten. Mint, wenn ich bitten darf. Hallo alle zusammen. Lasst mich für euch die Zielsetzung für Portias Anteil an diesem Projekt umreißen. Vereinfacht gesagt ist das Projekt in 2 Phasen unterteilt. In der ersten Phase beginnen wir mit der Konstruktion der Straße von Sandfels aus, weil das Gelände dort leichter bebaubar ist. In dieser Zeit müssen die Handwerker hier eine Brücke über den Portia-Fluss bauen, um eine Verbindung mit der Wüste herzustellen. Sobald die Brücke fertig ist, gehen wir zur Phase 2 über, den Baum eines Rastplatzes am Südufer des Portia-Flusses. Wir werden dieses neue Dorf Südblock nennen. Ich weiß nicht gerade originell, aber es wird ein Ort sein, an dem sich alle Reisen ausruhen und die Aussicht auf Portia genießen können. Wir arbeiten mit Albert und A&G Bau zusammen, um die Brücke und Südblock zu bauen. Ich werde in ein paar Tagen nach Sandfels aufbrechen. Danach übernimmt Albert die Leitung der örtlichen Planung. Alles klar. Ich habe schon beinahe jedem in diesem Raum zusammengearbeitet. Also bin ich zuversichtlich, dass die Sache glatt wie ein Wassertrollhintern ablaufen wird. Was die Handwerker betrifft, ich werde ab morgen sämtliche Brückenaufträge bei der Handelsgilde ausschreiben. Warum gibst du mir nicht einfach alle Aufträge? Ich schaffe das alleine. Ich sage es dir. Immer wieder, Kumpel, es gibt mehr im Leben als nur die Arbeit. Außerdem würde das gegen Gildenregeln verstoßen. Ich freue mich schon. Viel Glück allerseits. Gut. Das Problem ist halt, die Asterias sind nämlich auf der anderen Seite. Die Asterias wachsen, soweit ich weiß, auf der anderen Seite. Was, wie kommen sie denn an die Asterias ran? Oder hat man hier irgendwo mal Asterias wachsen sehen? So weiße Blümchen? Wohl kaum, ne? Ich glaube, den Auftrag nicht wegschmeißen. Eigentlich. Das funktioniert nicht. Wir können hier mal rumlaufen und gucken, ob ich hier irgendwo diese weißen Blumen sehe. Aber ich glaube, die wachsen auf der anderen Seite. Ansonsten hätten wir die doch schon längst gehabt. Guck mal rüber auf die Bernsteininsel und wir schauen mal von da aus rüber auf die Seite da drüben, ob wir da was sehen. Ob man da die weißen Blümchen sieht.
Also hier sehe ich gerade keine. Aber ich glaube, die waren auf der anderen Seite. Wenn Naro gerade da wäre, könnte mir die das bestimmt beantworten. Ob das so der Fall ist. So, ich gucke hier noch ein bisschen rum, ansonsten geben wir den Auftrag zurück, weil es kostet sonst zu viel Zeit, der Auftrag. Es wäre halt schade, wenn wir die nächsten Tage keine Erfahrungspunkte sammeln. Also hier die fehlenden Punkte. Und hier ist auch nirgendwo so ein Klümchen. Da drüben läuft doch schon einer von den Jungs. Was ist denn sowas? Ich gucke jetzt gerade darüber, ob hier was ist, aber hier wächst nichts, da wächst nichts, hier wächst nirgendwo was. Ich glaube, den Auftrag geben wir zurück. Ich kann nochmal hier die Pflanzen angucken, aber das sieht alles aus wie einfache Kräuter. Zurück zur Stadt, geben den Auftrag, löschen den Auftrag und ich gucke mal, ob ich einen anderen annehmen kann oder ob der Auftrag für heute weg ist. Was hat ja auch nichts gebracht, den rauszunehmen. Ich kriege die Blumen nicht auseinander. Ich glaube, den Fehler hatte ich nämlich damals schon, als ich alleine gespielt habe, gemacht. Möchtest du einen Blumenstrauß? Bitte schön. Wow, danke, dass du an mich gedacht hast. Okay. Hätte nicht gedacht, dass der sich über einen Blumenstrauß freut, aber okay. Er freut sich über einen Blumenstrauß. Gerade wenn er so naturverliebt ist, müsste der auch eigentlich anders reagieren. So, Mission. Ja, ist fehlgeschlagen. Was haben wir noch? Leder. Okay, geht nicht. Ja, musste ich jetzt passen. Ich konnte das leider nicht anders hinbekommen. Obstsalat. Und hier drin noch. Gibt es hier einen Obstsalat? Nein. Diamond. Diamond. Okay, dann gibt es heute keine Quest. Ich möchte einen Obstsalat, aber ich kann keinen Obstsalat herstellen. Ich weiß nur nicht wie. Gut, aber was wir herstellen können, ist ein neuer Ofen. Das sollte kein Problem darstellen. So, Stahlplatten. Nur kurz Metall. Gut, da können wir sogar zwei machen, das ist super. Dann holen wir noch die Marmorien. Marmorien. Kann natürlich sein, dass wir dann bald wieder noch größere Öfen kriegen, wo wir das Ganze umsonst gemacht haben. Umsonst ist es ja nicht, weil wir haben es ja dann schon mal hergestellt. Muss man ja immer so sehen.
Und nochmal. So, das weg. Ist hier schon genau fertig? Gut, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Wunderbar. Das sieht aus. Achso, warte mal. Kann ich mal probieren? Ja, so nicht. Okay, also wir müssen das. Wir stellen die mal hier hin. Und dann. Ich mir das ganz gut vorstellen, wenn das so. Ne, ist eine falsche Möwe. Nicht die. Ne? Ach da. So. So. Dann haben wir hier so einen schönen Weg durch. Und da drauf stehen die Teile. Ist doch ideal. Und das sind noch die letzten, die wir dann hier ersetzen müssen. Da könnte man so eine richtige Werkstraße machen. Da können wir links, rechts dann noch die Dinger ansetzen. So. So. Na? Läuft das doch schon mal. Ja. So, mal Garnsteinbein fahren. Was ist dann hier alles Carbon? Das ist Carbon. Und das ist Carbon. Wie sieht es hier aus? Zelle, Jung, ist die schon voll? Nö, noch nicht. Gestärktes Glas müssten wir mal herstellen. Könnten wir mal hier machen. Ein gestärktes Glas kann man immer gut gebrauchen. Ganzen Härtungsflächen weg. Und hier würde ich einfach noch mal was? Hier sind die Schweißstäbe. Und hier ist Holzkohle. Ne, was haben wir hier? Auch Holzkohle. Genau, und hier haben wir normales Glas. Müssen wir jetzt sowieso nochmal nachproduzieren. Genau. So, das ist das Kupferrohr. Klingen haben wir, Fleisch und Zucker haben wir. Würde ich jetzt noch nicht so viel nachproduzieren wollen. Wobei die Lagerung zack ab geht. Und wir machen Stahl. Wunderbar. So. So. Ist das schon ganz hinten? Ja. Sieht so riesig aus wegen dem Abstand.
aber okay. Gut. Das machen wir hier so. Und das kann da stehen bleiben. Mir noch was herzustellen. Nicht wirklich. Okay. Und Tieren hatten wir schon gekümmert, ne? Genau. Wo kriege ich noch die... Können wir nochmal hoch zu dieser Mine gehen? Also zu der... ins Klärwerk. Aber ich glaube, da kommen wir nicht nochmal rein, dass da noch irgendwelche Monster sind, oder? Das wäre schön, wenn es so wäre, weil dann könnte ich da nochmal nachgucken. Ich guck nochmal rein, aber ich glaube nicht, dass da irgendwelche Monster spawnen. Wäre schön, weil dann könnte ich nochmal die Grippe machen. Dann müssen wir nicht erst auf den nächsten Tag warten, wenn wir die Brücke bauen dürfen. Wobei es kommt ja wahrscheinlich nicht mehr raus. Wir haben Brücke bauen und wir haben Museum, was jetzt kommt. Also mal gucken. Wir müssen heute ja nochmal zum Rathausplatz. Mal gucken, ob noch was drin ist. Wem hatten wir diese Grippe gekriegt? Gut, da wollen wir natürlich nicht runterspringen. Hier kamen wir wieder raus. Kommen wir auch nicht mehr rein. Okay. Also nichts. Keine Chance. Keine Chance. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass es klappen könnte. Aber nein. Da müssen wir wirklich warten, bis wir auf der anderen Seite drüben sind. Ja, da gibt es dann, glaube ich, die Grippe sowieso, die wir da brauchen, um das Schwert zu verbessern. Mal den Baum, weil das ja wieder einer von den besonderen ist. Davon haben wir noch nicht gesucht von dem Harz. So was das ist. Purpurnes Harz, genau. Das nehmen wir halt mal mit. Genauso wie der Tannenbaum hier drüben. Dürften noch Kiefernzapfen rausfallen. Genau. Gut. So, dann nehmen wir noch hier oben die Steine mit. Na, dreh ich mal da lang. Nein. Oh, Level up. Dann nochmal schön auf die... Was haben wir da? Eine schön doppelte Beute um 5%. Das ist natürlich nicht verkehrt. Im Einsatz von Erholungsgegenständen ist der Effekt 8% erhöht. Und das ist nicht verkehrt, oder braucht die Beute. Hier komme ich noch nicht hin, ich muss immer hier. So. Ich hätte gern doppelte Skillpunkte. So. Mitnehmen. Ich mache es natürlich wieder, weil wir Blutsteine haben wollen, ne? Wir gerade wieder viele weggeballert haben. Und beim Ofen herstellen. Und dann fliegt mir doch nicht in den Weg. Wenn ich hier arbeite. Leute, Leute. Müssen Sie sich auch nicht beschweren, ne?
Okay. Noch ein Stündchen. Schauen wir es vielleicht direkt noch bis zum Haus vor der Tür. Ich würde gerade sagen, was ist das Blaue hier? Das ist Mint. Klar, ich helfe dir auch gerne mit. Das erhöht ja meine Inhalte Taschen. Ungemein. Aber guck mal, muss man sagen, wir arbeiten in der Werkstatt und rennen mit einem blütenweißen Anzug die ganze Zeit rum. Das kann doch nicht jeder machen. Ja, in einer Stunde, ich weiß. Bin gleich da. Bevor wir da hingehen, hole ich noch so viele Sachen wie möglich raus. Okay, das ist noch nicht nachgespawnt. Na gut, ich komme. Kann noch mit jemandem reden? Hier, Sonja, ich weiß, du, was du magst. Geschenken? Haben wir gar keinen Blutstein bekommen? Überhaupt nichts? Okay. Interessant. Möchtest du einen Energiestein? Wow, das ist perfekt für mich. Okay. Warte. Einfach nur mal gucken, dass wir die so ein bisschen hochleveln. Hier, ein Blümchen. Dankeschön. Gerne. Nee, du nicht. Geh weg. Erstes Jahr auch Etepetete. Komm, kriegst auch einen Energiestein. In Ordnung, nicht über so. Arsch. Grassley. Ein Kuli, komm. Okay, hat sich nicht sehr gefreut. Da ist sie wieder. Willkommen zurück. Hatte ich vorhin was gefragt, aber du warst da nicht da. Das hat mir dann nicht sehr weitergeholfen. Kuli. Und du willst auch bestimmt Fleisch haben. Komm. Guck mal. Ja. Wo ist mein Fleisch? Da. Guck mal. Das ist der Schmengengräuter. Haben wir was für Polly? Wir wollen ja hier nicht die Kinder vernachlässigen. Komm, du kriegst einen Wurm. Unbeabsichtigter Fehler. Ich weiß dein Mühen zu schätzen, aber es ist leider kein schönes Geschenk. Entschuldigung. Fand ich lustig. Das war gut. Bist du denn heute auch am Stream nach Ruhe oder genießt du einfach den Samstagabend? Ich meine, du wirst nicht hier sein, wenn du gerade streamst. Ist also abgelenkt. Ich glaube immer noch, dass er ein Alien ist. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, was wenn er verrückt spielt. Er sieht so cool aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich vertraue Gelb oder so. Willkommen allerseits. Ich bin froh, dass heute mehr Leute zu uns stoßen als sonst. Da ihr alle wegen einem einzigen Grund hier seid, möchte ich euch ohne weitere Verzögerung unserem neuesten Bürger vorstellen. Herr Ack. Wie wäre es mit einer kleinen Vorstellung, Herr Ack? Hallo, ich koche gern. Danke. Du streamst gerade, okay? Was streamst du denn? Wieder Valhalla? Valheim? Haha, gut. Wie ich im Brief bereits erwähnt habe, hoffe ich, dass jeder Herrn Ack mit offenen Armen aufnehmen wird. Einige von euch erfüllt es vielleicht mit Sorge, ein lebendes Relikt in unserer Stadt zu haben. Ich hoffe nur, dass ihr ihm alle eine Chance gebt. Herr Ack hat den Wunsch geäußert, hier als Koch zu arbeiten. Und jetzt möchte ich Pfarrer Lee noch etwas hinzufügen. Und der Bürgermeister und ich haben uns lange über das Schicksal dieses KI-Relikts unterhalten. Ich habe ihm unsere Bedenken darüber mitgeteilt, ein solch gefährliches Relikt in unsere Stadt zu holen. Doch der Bürgermeister beharrt darauf, dass Portia und die Allianz der Freien Städte
von Vertriebenen, Schiffsbrüchigen und Flüchtlingen gekündigt worden und dass wir Herrn Ack nicht guten Gewissen abweisen können. Das, was das betrifft, stimme ich zu. Wir sind jedoch zu der Übereinkunft gekommen, dass Herr Ack für die absehbare Zukunft meiner Ziviltruppe leben wird. Dies geschieht zu seinem eigenen Schutz und zu unserem. Ich bin zuverlässig, dass Herr Ack ein wohlwertiges Mitglied in unserer Gesellschaft wird. Danke, Herr Pfarrer. Wer mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, dann kann mich aufsuchen, damit wir gemeinsam sprechen können. Als Teil meines Plans, Portias Profil unter den freien Städten zu verbessern, habe ich über den Bau des Museums für unsere Stadt nachgedacht. Und dank einer großzügigen Spende eines Bürgers, der lieber anonym bleiben möchte, haben wir jetzt die finanziellen Mittel dazu. Ich frage mich, wer das bezahlt hat. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gail, ich sehe schon all die ausgestellten kaputten Relikte vor mir. Mehr Arbeit für mich. Ab nächster Woche werde ich A- und G-Bau mit Vorbereitung für den Bau des Portia-Museums beauftragen. Ich bin sicher, dass das eine ganz wundervolle Attraktion für unsere Stadt wird. Wunderbar, da war's das. Habe ich noch Kuchen da? Gerade nicht. Na, Wunderbärchen. So, alle nach Hause. Na, ich bin begeistert, wie du es hinkriegst zu streamen, zu Hause ein zweijähriges Kind zu haben und das alles noch unter einen Hut zu managen. Guter. Jetzt haben wir doch ein paar Bronze-Uhr zur Vorbereitung. Und fein. Gut, dann räumen wir das Inventar noch auf. Und dann kommen wir weiter. Steine. Steine. Sand. Noch was an Stein. Glas. Stein. Okay, Stoffe. Was war's? Zutaten, Fleisch. Ausrüstung. Haben wir noch irgendwas Ausrüstungsmäßiges? Nein. Nö. Beute. Das ist Beute. Das auch. So, dann haben wir noch ein paar Erze. Und das was? Wie hieß? Holz. Wunderbar. Ich hoffe, diesmal passt das besser mit der Holzproduktion, wie ich sie bestellt habe. Als wie es vorher war. So, Nahrung. Pflanzen. Achso, halt mal bei Metall. Kommt das noch mit rein? Relikte. Ruin. Samen brauche ich nicht. Sonstiges wäre jetzt das. Und das. Und das ist Holz, ne? Holz. Gut. Und wir gehen rein. So, ich denke, noch ein Stündchen werden wir noch machen.